Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderel. Und heute werden wir den Bengel befriedigen. Hallo. Hey, schön dich zu sehen. Bist du bereit für den letzten Wunsch? Ich denke, er wird dir sehr gefallen. Zumindest hoffe ich's. Ich bin bereit. Was ist dein letzter Wunsch? Das werde ich dir gleich erzählen. Aber erst will ich dir etwas zeigen. Eine kleine Überraschung. Ich habe sie hinten in die Höhle beim Weiher getan. Geh du vor. Eine kleine Überraschung, ja? Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. Ich habe ja schon in der letzten Folge gemutmaßt, dass der Junge vielleicht nicht das ist, was er zu sein scheint. Und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich gleich aufs Maul kriegen. Oh, Bananen. Oh, das ist da, wo wir nicht rein konnten. Okay. Jetzt können wir aber da rein. Warum war es vorher abgesperrt? Das ist doch nicht ganz koscher, Freunde. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas faul. Ganz ehrlich. Irgendwas ist da faul, ey. Ruinenschlüssel wurde im Inventar hinzugefügt. Aus dem Nichts heraus. Ernsthaft, aus dem Nichts heraus habe ich einen Schlüssel bekommen. Es wird immer merkwürdiger. Okay. Toll hier drin, oder? Schau dich ruhig um. Ich habe hier schon ganz viele Sachen gefunden. Ja, konntest gerne, ne? Zum Beispiel Totenschädel. Ich glaube nicht, dass Kinder hier rumlaufen sollten. Abgesperrte Sachen. Geld, das er nicht mitgenommen hat? Das glaubst du wohl selber nicht, Alter. Ich trau dem Bengel nicht. Kein Stück. Okay, wir speichern ab. Ein Ratten. Ein Bild? Sag bitte nicht, dass das wir beide sind. So. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Das ist die Überraschung, die ich dir versprochen habe. Erkennst du es? Das sind wir, hier am Strand in Silberhain. Da, wo wir die Sternlingskugel getestet haben. Und, was sagst du? Gefällt es dir? Wer hat das gemalt? Na, ich natürlich. Wer denn sonst? Es ist doch richtig schön geworden, oder? Also sag, wie findest du es? Grünius, wie oft denn noch? Ich bin hier für den Stein, nicht für irgendwelche Bilder. Was soll der Unfug? Unfug? Ich dachte, du würdest es mögen. Nein, tue ich nicht. Aber vielleicht war das eine dumme Idee. Ja, natürlich. Ich werde ein neues malen und diesmal wird es dir gefallen. Gib mir den scheiß Stein. Gib mir den scheiß Stein. Darf ich dir jetzt meinen letzten Wunsch sagen? Wenn du mir den erfüllst, dann gebe ich dir den Stein, wie wir es abgemacht haben, ja? Ja, komm. Oh, verflucht, das ist so schwer. Mein letzter Wunsch ist das... dass du bei uns bleibst. Bitte? Ich wünsche mir, dass du bleibst und Teil unserer Familie wirst. Du könntest sicherlich bei uns einziehen. Wir haben noch mehr als ein Zimmer frei. Und dann könnten wir jeden Tag zusammenspielen. Und abends würden wir dann mit Papa was Schönes essen. So als wären wir Geschwister. Das wäre doch so schön, oder? Bitte sag, dass es schön wäre. Kannst du knicken, Alter. Aber wieso nicht? Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Hier ist es doch so viel schöner als sonst wo. Niemand hat hier Hunger, niemand ist hier jemals krank und es gibt nie Regen oder Wolken. Was gibt es denn in dieser doofen Stadt, zu dem du unbedingt zurück musst? Die Welt da draußen, die ist doch so grausam, so kalt.
Da draußen? Was redest du da? Wir sind doch hier draußen. Oder bin ich es? Ich bin es doch, oder? Ich bin ein schlechter Bruder und meine Spiele waren alle dumm und langweilig. Aber ich werde mich bessern, ich schwöre es. Ich will nur nicht, dass du wieder gehst. Bitte nicht, bitte. Ohne dich bin ich so alleine und ich will nicht mehr alleine sein. Bitte, bleib. Der Stein. Er hat sie alle umgebracht. Und jetzt ist er ganz alleine, der Rest ist Illusion. Beruhige dich, wie kommst du denn darauf, dass du alleine bist? Das ist doch nicht wahr. Doch, doch, das bin ich. Es gibt da was ich dir sagen muss. Aber ich habe so viel Angst davor, es dir zu erzählen. Du wirst mich dann hassen, so wie all die anderen. Das entscheide ich, wenn du es mir erzählst. Erklär dich. Ja, ja, natürlich. Es ist nur so schwer zu erklären. Ich wollte nie, dass sie hier gefangen sind. Das musst du mir glauben. Aber es war der einzige Weg zu machen, dass sie mich lieben. Verstehst du? Sie waren früher immer so gemein zu mir, weißt du. Obwohl ich ihnen nie etwas getan habe. Immer wenn Papa mich auf die Straße mitgenommen hat, haben sie mir Sachen hinterhergerufen. Missgeburt, Dämon und sowas. Nur Papa hat mich geliebt und gepflegt, obwohl ich so krank war. Verstehst du? All die Leute haben mich gehasst. Und das nur, weil ich diese Boppel im Gesicht hatte und mein linkes Bein wie ein Klumpen war. Aber dafür konnte ich doch nichts. Ich wollte nie so aussehen. Aber ich verstehe nicht. Du wurdest doch geheilt. Du bist gesund. Nein, nein, bin ich nicht. Ich muss es dir erzählen, sonst verstehst du nicht. Das Ganze hier, es hat alles angefangen, als die alte Frau gestorben ist. Alte Frau? Ja, sie ist eines Tages einfach umgefallen und war tot, gleich vor unserem Haus. Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen, hat Papa gesagt. Aber die anderen haben gesagt, dass es alles meine Schuld war. Dass ich die alte Frau mit Wildmagie umgebracht hätte, weil ich ein wegeloser Dämon bin und sie alle töten wolle. Aber das wollte ich doch nie. Ich wollte niemals jemandem wehtun oder jemanden töten. Das haben sie nur gesagt, weil sie mich gehasst haben. Tut mir leid. Ich sollte nicht so viel weinen. 2 Tage nachdem das passiert ist, sind sie dann gekommen. Es war schon dunkel und Papa und ich haben schon geschlafen. Und plötzlich waren sie in meinem Zimmer und haben mich aus dem Bett ziehen wollen. Ich habe geschrien und geweint und dann ist Papa reingekommen und hat auch angefangen zu schreien und einen von den Männern ins Gesicht gehauen. Und dann hat die Frau vom Händler ein Messer aus der Tasche gezogen und... Sie hat deinen Vater getötet? Ja. Ich glaube nicht, dass sie gewusst hat, was sie tat. Aber sie hat ihm das Messer in den Bauch gestochen, immer und immer wieder, so dass überall Blut hingespritzt hat. Dann haben sie alle angefangen, wieder zu schreien und sich so komisch angeschaut und sind weggerannt. Verstehst du? Sie sind einfach weggerannt. Sie haben mich und Papa da einfach liegen lassen und ich konnte nichts machen, weil ich nicht mal laufen konnte mit meinem Bein. Ich hatte solche Angst, Schwester. Solche Angst. Der Stein, also hattest du ihn bei dir? Ja. Siehst du die Kette? Nö. Da ist der Stein drin. Papa hat gesagt, die hatte ich schon um, als er mich gefunden hat. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe, aber ich hatte Angst, wenn ich dir sage, wo der Stein ist, würdest du ihn einfach nehmen und gehen. Und was hat der Stein dir gesagt, als er mit dir gesprochen hat? Er hat gesagt, dass er machen kann, dass alles besser wird. Dass ich machen könnte, dass Papa nicht stirbt und dass alle meine Wünsche Wahrheit werden würden, wenn ich es nur genug will. Ich könnte machen, dass ich laufen kann, so wie die anderen. Und dass mich alle anderen lieb haben, so als wenn ich normal wäre. Und dann? Was wohl? Ich hab ja gesagt. Dann ist plötzlich alles schwarz geworden und es hat in meinem Bauch gekitzelt. Als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, war alles ganz anders.
Es war wieder Tag und mein Zimmer war schön und hell und überall waren Spielzeuge und auch Papa hat nicht mehr geblutet, sondern über mir gestanden und mich angelächelt. Er hat dann gesagt, dass ich schlecht geträumt habe und in den Spiegel gucken soll. Und als ich das gemacht habe, habe ich gesehen, dass ich tatsächlich normal aussah, wie die anderen Kinder. Normal. Aber was hat das zu bedeuten? Ist das hier denn eine Illusion? Ist das nicht echt? Nein. Und ja, es ist die normale Welt, aber anders. Sie ist so, wie ich will, dass sie ist. Wie du sie dir wünschst. Ja. Ich glaube, dass der Stein machen kann, dass alle Menschen um mich die Welt so sehen, wie ich will, dass sie sie sehen. Und dass sie das tun, was ich mir wünsche, noch bevor ich es selbst weiß. Und am Anfang war ich so glücklich, weißt du. Alles war so schön. Es gab jeden Abend Dattelplätzchen und jeder hat mich geliebt. Sogar die anderen Kinder wollten jetzt alle mit mir spielen, weil ich ja normal war und die Boppel nicht mehr hatte. Es war so schön. Und jetzt ist es nicht mehr schön? Nein. Weil ich gemerkt habe, dass jeder immer nur das tut, was ich will. Wenn ich mit Gaius Fangen spiele, dann ist das eigentlich nicht er, sondern ich, verstehst du? Er ist wie eine Puppe. Und jeder, der zu uns ins Dorf kommt, wird so, ohne dass ich was dagegen tun kann. Nur du nicht. Du bist anders, das habe ich gespürt, als Gummack dich durchs Tor gelassen hat. Du siehst zwar alles so wie die anderen, aber du tust das, was du willst und nicht das, was ich will. Wie erklärst du dir das, dass der Stein nicht seine volle Macht über mich hat? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich dich anschaue, dann ist das so, als ob du nicht da wärst. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist so. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot! Aber wenn du dich alleine fühlst, kannst du dem Stein nicht sagen, dass er diese Welt einfach auflösen soll? Nein, nein, das kann ich nicht. Und das werde ich nicht. Der Stein hat mir mal gesagt, was dann passiert. Alle werden sterben, weil sie so lange nichts Echtes mehr gegessen und getrunken haben. Nur ich, meine Gedanken machen, dass hier jeder so gesund ist. Verstehst du? Und selbst wenn es anders wäre, ich will nicht zurück daraus, nie wieder. Alle hassen mich da, weil ich so schlimm aussehe. Alle. Das ist es ja auch, warum du hier bleiben musst. Zu zweit könnten wir es hier so schön haben. Und ich wäre endlich nicht mehr alleine. Bitte, ich flehe dich an. Das ist mein dritter Wunsch. Und du hast mir versprochen, dass du sie mir alle drei erfüllst. Du hast es mir versprochen. Ach, armer Kleiner. Weißt du was? Komm, wir tun ihm einen Gefallen. Kannst du knicken! Was? Das würdest du doch niemals tun. Nein, du bist ein guter Mensch. Das hat der Stein mir gesagt. Und der Stein lügt nicht. Doch, das tut er. Ich töte dich! Nein, Schwester, das kannst du nicht tun. Das... Warte, was ist das? Hier stimmt irgendetwas nicht. Mir ist plötzlich so schwummrig. Oh nein, nein. Der Stein, Er ist in meinem Kopf. Hilf mir, Schwester. Hilf mir. Es tut so verdammt weh. Ach du Scheiße. Das war ja ein bisschen erbärmlich. Ah, jetzt ist er tot. Leer. Oh, die Welt löst sich auf. Ich glaube, ich soll hier raus. Definitiv cool! Sehr coole Quest, jedenfalls zum Abschluss. Der Mittelteil war ein bisschen langwierig, vielleicht hätte ich auch nicht so viel Schmetterlinge fangen sollen. Ich habe gedacht, ich kriege irgendwas Schickes, aber ich habe nichts bekommen. Wobei Menschenärzte sind nicht recht selten. Das ist also die Stadt, wie sie wirklich aussieht. Alle tot. Ich hab gewusst, dass da irgendwas faul ist, Freunde. Ich hab's euch gesagt.
Oh. Gut, du siehst wirklich aus wie ein Dämon. Komm, bestatten wir ihn. Der arme Kleine. Na gut. Zurück nach Ark, würde ich sagen, ne? Wir gehen noch mal in die Silbermine. Ja. Was für eine tragische Quest. Und tatsächlich war er wirklich nie geheilt. Weiß nicht, das betrübt einen schon so als Spieler. So eine Quest. Ich meine, klar kann ich auch Spaß haben, Spaß machen tun und lustig und so weiter, aber irgendwo trifft es einen doch. Also macht euch keine Sorgen, ich bin kein herzloses Arschloch. Ich tue einfach immer nur so. Na gut. Gehen wir weiter. Wir besuchen einmal die Mine, weil wir schon mal hier sind und ich möchte nicht den ganzen Weg hier nochmal herlaufen. Können wir zumindest die Mine untersuchen. Wie einfach alles hier komplett leer geworden ist. Die Stimmung auch, plötzlich alles so grau und trostlos und krass. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben die aber was gerissen. Huch! Es ist alles wieder bunt und fröhlich. Moment, das Tor. Und wo ist die Magierin? Muss sie nicht wieder irgendwelche Scheiße erzählen, wie, hey, ich bin gekommen, um den Kleinen wieder zu erwecken. Er hat's verdient. Irgendwie so ähnlich. Alte Silbermine entdeckt. Und direkt eine Ratte davor. Das, ja, solange du nicht rumbackst. Übrigens das Spiel neu gestartet. Zwischenzeitlich. Benötigt Schlüssel. Nicht dein Ernst. Okay. Dann halt nicht. Ohne Schlüssel kann ich nicht wirklich viel machen, ne? Schade eigentlich. So. Ja, dann kehren wir nach Ark zurück, weil hier gibt es anscheinend nicht viel. Und die Mauer ist auch irgendwie weg. Bist du ein Lebewesen? Und die Aussicht ist cool, ja? Die Aussicht ist echt cool. Na gut. Oh, ich dachte schon, ich hätte sie weggeworfen. Tschüss. Hat mich gefreut, hier gewesen zu sein. War eine coole Quest. Ansatzweise zumindest. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Vom heutigen Tage an herrscht Krieg. Ohne ein Wort der Warnung sind die wegelosen Nerimesen. Grüße. Grenzenloser Feigheit mit ihren Kriegsschiffen in Endraleisches Gewässer vorgestoßen und sind an unseren Küsten gelandet. Es ist einzig und allein unser Blut, das sie wollen. Aber nicht nur, dass sie den jahrhundertealten Frieden zwischen unseren Kontinenten für ihre Machtgier opfern. Nein, sogar die Erhabenheit der sieben Götter verneinen sie in ihrer grenzenlosen Verblendung. Hütet euch vor ihren Herolden, die sie als einfache Reisende getarnt durch die Lande schicken, um ihre Lügensaat in eurem Herzen zu säen. Der heilige Orden wird sie niederschmettern, allesamt, und der Herr wird ihn dabei leiten. Interessant. Herold? Was, wenn ich dich töte? Bin ich dann der neue Herold? Ich Naja. brauche unbedingt.
Ich habe gerade auch im Ladebildschirm gelesen, dass wir tatsächlich Bücher kaufen können im Sonnentempel. Apropos, Jasper. Wir werden mal wieder mit Jasper reden. Und zwar im Fremdenviertel. So, bei der Statue ist der Wegpunkt. Okay, das kann ich mir merken. Bin ich aber gespannt, was der gute Alte von mir will. Aber Freunde, ihr dürft auch gespannt sein bis morgen. Was morgen passieren wird, was der letzte Schritt sein könnte, falls es die letzte Quest ist, ich weiß es nicht, werden wir morgen erfahren zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Er ist schon wieder nicht da.